Hallo und herzlich willkommen zurück auf Deponia, wo wir heute ein weiteres Mal versuchen werden, die gute Donna davon zu überzeugen, dass wir ja der Richtige sind fürs unorganisierte Verbrechen und damit dann die gute Goal beeindrucken können. Also springen wir wieder hinein in die Luke, wo ganz sicher schon der gute Wink auf uns wartet. Nein, wir möchten das immer noch nicht überspringen. Was zum... Siehst du, was ich sehe, Donna? Offenbar hat ihm einmal nicht ausgereicht. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Nochmal? Genau, das war auch mein Gedanke. Okay, wir probieren uns da einfach nochmal durch. Ich würde sagen, wir nehmen... Ich habe ein weiteres Angebot mal als erstes. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay. Donna ist ganz Ohr. Obwohl, eigentlich bringt das nicht viel, wenn wir die Angebote machen. Das haben wir jetzt auch schon einige Male versucht. Wir sagen einfach mal, vergesst es. Ich verhandle nicht mit Verbrechern. Wie du willst. Und jetzt, keine Ahnung, wollen wir uns vielleicht in den Abgrund stürzen lassen? Vielleicht klappt das ja. Das haben wir, glaube ich, noch nicht probiert, uns so früh schon nur zuzusagen. Nur zu? Ein schneller, schmerzhafter Tod ist immer noch besser, als diese Farce weiter erdulden zu müssen. Donna sagt, nein, wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Also jetzt bin ich verwirrt. Ist das dein Ernst oder nicht? Ha, sie hat genickt. Hast du gesehen? Ja, aber ich kann es kaum glauben. Das heißt wohl, dass du jetzt einer von uns bist. Herzlichen Glückwunsch. Rufus. Rufus, genau. Das schaffen nicht viele. Zwei bislang. Wie auch immer das vonstatten ging. Okay, wir sind jetzt also Teil des unorganisierten Verbrechens. Warum haben wir uns denn die letzten Male so gequält? Wir hätten doch nur diese drei Klicks machen müssen. Ich würde sagen, wir reden mal mit der Donna und danach gehen wir weiter. Hey, Donna! Irgendwelche Aufträge für mich? Tja, das muss leider warten. Ich habe meine eigene Mission. Oh, Rufus, das war gemein. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal nach hinten durch zur Brücke und holen uns die Turnierfinger. Weil die lagen ja auf der Brücke. Das hat man ja von draußen gesehen. Ich hoffe, das ist dieselbe Brücke. Ja, tatsächlich. Und wir haben ein paar gezinkte Turnierfinger. Endlich. Meine eigene Turnierhand. So, mit der Turnierhand gehen wir jetzt mal raus nach draußen und zu Gerald zurück und spielen mal eine Runde mit ihm. Vorher gucken wir mal kurz hier rein. Wir haben die Turnierfinger. Wo sind sie denn hier drauf? Rufus, du hast einfach schon viel zu viel hier rumgekritzelt. Man sieht doch, ach, dort oben, gezinkte Turnierfinger. Man sieht überhaupt nicht mehr durch, Rufus, bei deinem ganzen, was du da drauf gekritzelt hast. So, ab in die Spielunke und zu Gerald. Gerald sage ich. Warum sage ich eigentlich immer Gerald? Der heißt doch Galef. Wir gehen zu Galef und, spielen ein bisschen. Darf ich nochmal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Wir spielen eine Runde. Schnick, schnack, schnuck. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Yep. Das sind tatsächlich echte Turnierfinger. Und sie sind nicht gezinkt. Dann kann es ja losgehen. So. Er sagte ja zu uns, dass er ein Meister in, Schere ist, also sollten wir wahrscheinlich relativ häufig den Stein nutzen, aber wir gucken mal. Wie viel funktioniert das hier gleich noch? Wie ist das über... Wir fragen erstmal, wie das überhaupt funktioniert, würde ich sagen. Wie funktioniert das hier doch gleich? Die Regeln sind komplex, das gebe ich zu. Aber im Grunde musst du dir nur drei Sachen merken. Schere schlägt Papier. Papier schlägt Stein. Und Stein schlägt... Schere. Gespielt wird nur mit echten Turnierfingern. Jeder Versuch, mit gezinkten Fingern zu spielen, gilt automatisch als verlorene Runde. Alles klar. So, und der Einsatz? Wie ist überhaupt der Einsatz? Wer gewinnt, darf sich zwei Finger aus dem Deck des Gegners aussuchen. Was? Na, wir spielen um Finger. Was denn sonst? Wer zuerst bei einer Niederlage keine Finger mehr übrig hat, die er abtreten kann, verliert. Okay, gut, ich würde sagen, wir sind bereit und versuchen mal die erste Runde. Ich hoffe, wir haben genug Finger dabei. Ich bin bereit. Na dann, hoch die Finger. Schnick, schnack, schnuck. So, was haben wir denn als Auswahlmöglichkeit? Papier? Nein, das geht nicht. Okay. Minus
Mist, der ist ja fest. Okay, was können... Irgendwie können wir jetzt hier gerade nichts ändern. Also wir können weder Minus noch... Ah, wir müssen mal Start, oder? Gewonnen! Du musst zwei Finger abtreten. Was? Na, was dachtest du denn, worum es hierbei geht? Na los, Hand auf den Tisch. Ich sagte doch, du hast keine Chance. Willst du nochmal? Natürlich. Das sollte reichen. Okay. Mist. Das geht nicht. Okay, also wir können... Irgendwie kann ich hier nichts weiter wählen. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Aber was ist das? Die sind ja gezinkt. Jeder Versuch zu schummeln gilt als verlorene Runde. Du musst zwei Finger abtreten. Okay. Was zum... Du hast gewonnen. Und dabei sind das meine Glücksfinger. Naja, was soll's. Solange ich noch Finger übrig habe, ist es nicht vorbei. So, nochmal gelingt dir das nicht. Bist du bereit für den Showdown? Wir können ja nichts anderes mehr als das machen. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. Wir haben jetzt mehr Finger. Er kann ja nur noch Stein machen. Also sollten wir vielleicht mal Papier jetzt nehmen. Oder doch nicht? Ha! Gewonnen! Du musst zwei Finger abtreten. Sollten wir jetzt echt wirklich immer Stein nehmen? Versuchen wir es einfach mal. Was zum... Du hast gewonnen. Und dabei sind das meine Glücksfinger. Naja, was soll's. Solange ich noch Finger übrig habe, ist es nicht vorbei. So, nochmal gelingt dir das nicht. Bist du bereit für den Showdown? Versuchen wir einfach nochmal Stein. Vielleicht nimmt er wieder die Schere. Und tatsächlich. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. So, Galef hat jetzt noch zwei Finger. Wir haben fast alle. Ich weiß nicht genau, kann er jetzt noch Schere nehmen? Wir versuchen es mal. Tatsächlich. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. Okay, wir haben jetzt jedes Mal Stein genommen und jetzt hat er aber keine Finger mehr. Jetzt dürften wir damit doch durchkommen, oder? Tatsächlich. Unmöglich. Du hast mich besiegt. Ich sage es immer wieder. Leg dich nie mit Rufus an. Ich habe dich offenbar unterschätzt. Aber sei es drum. Ich bin ein ehrenhafter Spieler. Und um ein Wort zu halten, das geheime Klopfzeichen geht folgendermaßen. Kannst du dir das merken? Ich weiß nicht. Kann ich es nochmal hören? Verrate es aber niemandem weiter. Niemandem außer Goal. Was war das? Ich brauche jetzt Alkohol. Ich auch. Sollten wir jetzt schon zu Goal gehen? Wir versuchen es einfach mal. Schnick, schnack, schnuck im Galef besiegen. Okay, wir gehen mal zu Goal und reden mal mit der guten Goal, was sie jetzt davon sagt, dass wir das geheime Klopfzeichen haben. Oh, du bist es. Wie schön. So, es ist vollbracht. Wir sind Widerstandskämpfer. Es ist vollbracht. Wir sind Widerstandskämpfer. Wirklich? Klar. Ich kenne sogar das geheime Klopfzeichen. Wow. Worauf warten wir noch? Wir müssen zu Janosch, um unsere Instruktionen abzuholen. Wer als erstes da ist. Immerhin verlässt sie jetzt die Kneipe. Aber, hey, stopp! Mist. So, wir haben mal wieder einen weiteren Hinweis auf unserem undurchsichtigen Zettel. Die Finger, wenn wir da geheime Klopfzeichen benutzen. Goal in der Rebellenunterschlupffolge. Okay, das heißt, wir rennen hier mal raus und gehen zum Markt. Dann müsste ich, genau, die dunkle Gasse. Und dann klopfen wir mal. Ah, Galef. Hast du uns diese neue Rekrutin besorgt? Klar. Nach all den Jahren endlich ein neues Gesicht. Janosch wird ausflippen und dann auch noch eine Frau. Jetzt wird uns niemand mehr auslachen. Lass mich einfach rein, okay? Okay, Janosch ist drin und Goal ist drin.
So, und wir müssen jetzt da auch ein... Wir haben jetzt ja das Klopfzeichen, wenn Rufus es noch weiß. Das könnte hinkommen. Na endlich. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich konnte mir das neue Klopfzeichen nie merken. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das alte klopfen? Aber das ist doch die reinste Schikane. Wenn du einer von uns bist, müsstest du es eigentlich noch kennen. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Bei meinem Gedächtnis müsste ich eigentlich tatsächlich noch wissen, wie es geht. Er hat es ja vorhin einmal vorgeklopft. Na gut. Was ist jetzt? Okay. Nein, warte. Tja, leider wieder daneben. Mehr Glück beim nächsten Mal. Ach, das gibt es doch nicht. Was ist jetzt? Wenn wir da... Okay, es kommt niemand, kommt jemand vorbei und holt uns jetzt hier ab. So, das reicht. Ich komm jetzt raus. Bei Klopfstreichen verstehe ich keinen Spaß. Na nu. Hier ist ja niemand. Dann war es wohl doch kein Klopfstreich. Das ist nicht das neue Klopfzeichen, Liebold. Ja, ich habe es wieder vergessen. Kann ich nicht einfach das alte benutzen? Ach, ja, okay. Aber nur, weil du es bist. Jetzt aber. Okay, jetzt kennen wir es und jetzt aber, Rufus, schnapp sie dir. Hey, das war richtig. Natürlich war's das. Na dann, worauf wartest du noch? Komm rein, die Tür ist offen. Die Tür ist... Was? Finn empfiehlt, die Musik wieder einzuschalten. Wenn Finn das empfiehlt, werden wir das doch mal tun. Aber nicht so laut, Finn. Wer auch immer dieser gute Finn ist. So, bisschen leiser. Na, bisschen. So. So ist doch gut die Musik. Und dann gehen wir mal rein ins Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Noch ein neuer Rekrut. Endlich bekommt unsere Sache den ihr gebührenden Schulauf und angemessene Aufmerksamkeit. Wie war das? Was bekommt ihr? Schulauf. Und? Angemessene Aufmerksamkeit. Was ist denn so witzig? Aufhören! Nein, warte, nicht aufhören! Kannst du mir mal verraten, worüber du dich hier so kaputt lachst? Bravo, grandios! Aber mal im Ernst, was ist das hier für ein Laden? Eine Art Zirkus? Ich suche nämlich eigentlich das Versteck des Widerstands und kein Kinderfasching. Du bist richtig hier. Genau. Fasching war letzte Woche. So. Und wir haben wieder etwas erledigt von unserer super tollen Tafel. Als nächstes müssen wir Babygoon mit Mitgliedschaft beeindrucken. Okay. So. Ich würde aber sagen, wir gucken mal in der nächsten Aufnahme, was der gute Janosch noch so Schönes zu sagen hat in seinem netten Dialekt, den Rufus so lustig findet. Und bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Euer Kailan. Ciao.